Gute Unterhaltung mit Sarah Machts wünscht dir Mamapop, der neue Lollipop mit 10 verlockenden Geschmacksrichtungen. Und brainstormers.ch, der Spezialist für individuelle und persönliche Geburts-, Hochzeits- und Dankeskarten. Das ist die Ausgangslage. Das ist die Ausgangslage? Genau. Itch. Nee! Hallo zusammen und herzlich willkommen. Einmal wieder Bruce Leezy. Einmal den schwarzen Gürtel im Karate zu haben. Das wäre nicht schlecht, meine Lieben, oder? Was im Film bei den Karate-Meistern so einfach aussieht, teste ich jetzt in der Wirklichkeit. Ich bin Erich Marti. Wir sind hier an der Shotokan Karate-Schule in Zürich. Und die Aufgabe der Sarah ist es, heute Karate zu lernen bei uns. Und am Schluss wartet dann ein starker Gegner auf sie. Hey Sarah, was machst denn du da? Ja, das gehört doch zu Karate, oder? Dass man da so Bretter zack durchschaut. Das hat einfach nicht geklappt, leider. Das hat man früher gemacht, um irgendwie zu zeigen den Leuten, wie viel Kraft das da hinter der Karate-Technik steckt. Aber heutzutage sieht das ganz anders aus. Aber das ist ja gut, bin ich heute da, oder? Ja, das weil du bringst es mir bei, oder? Genau. Es kommen jetzt gerade noch ein paar Schüler von mir. Okay. Und dann kannst du im Training mitmachen. Mit denen mitmachen? Ja. Ja, aber dann musst du mich aber zuerst jetzt noch ein bisschen vorbereiten, weil ich habe keine Ahnung von Karate. Außer das, was ich aus den Filmen kenne, so Bruce Lee und so, oder? Ja, wir machen ein paar Vorübungen. Das ist der Musubidachi. Füße so zusammen. Tun wir grüßen. Das heisst Rei. Was? Jo. Was muss ich sagen? Nein, das ist nur. Und was hast du jetzt gemacht? So, Joi. Das ist die Ausgangslage. Das ist die Ausgangslage? Genau. Karate besteht aus Kihon, aus Grundschule. Ja. Machen wir zuerst. Okay. Nachher aus Kumite sind Partnerübungen, Zweikampfübungen. Okay. Und am Schluss machen wir noch Kata, das heisst Formen. Das ist ein Kampf gegen imaginäre Gegner. Ah. Das werden wir alles machen. Also im Training nachher? Jetzt kurz vorbereiten, dass im Training nachher gut geht. Dass ich nachher weiss, wie. Genau. Okay, alles klar. Also. Okay. Also. Jetzt gehen wir gegen Grüßung raus, so. Zum Ohr rufen und gegen Führen mit dem Fuß. Gleichzeitig, das ist der Gedamberei. Das ist ein Abwehr, oder? Ja. Und jetzt machen wir zuerst einmal den Gyakuzuki, das ist mit der hinteren Fußschlemme gegen Führen. Aha. Wenn ich zähle, schlägst du auch gerade. Genau, dann gehst du zum Ohr rufen, du musst ausholen, jetzt machen wir den Abwehr. Nie. Genau, das Knie bleibt immer über den Zehen. Und wie schnell geht das nachher? Hey? So schnell wie möglich. Mal so. Genau, das Knie überziehen. Oh, sehr gut. Das ist eben so unbequem. Okay. Karate muss immer unbequem sein oder schwierig. Oh Gott. Sonst ist es falsch. Genau. Okay. Itch. Und jetzt zum Ohr rufen. Nee, sehr gut. Fällt noch der Fußtritt. Ah, ja, genau. Weil das ist jetzt das Gegenstück. Ja. Jetzt machen wir noch den Fußtritt. Ja. Okay. Dann auch wieder gegen Führen mit dem linken Bein, wieder mit dem Gedanberei. Dann nimmst du die Hände so auf zum Schützen. Zum genau. Schützen? Jetzt sind wir gegen Führer ginken und wieder hinabstehen. Sehr gut. Ein bisschen breiter stehen. Gut. Wieder gegen Führer ginken. Nee! Und wieder hinabstehen. Wieder mal so. Genau. Die Hände so auf und locker bleiben. Locker bleiben? Locker bleiben. Nicht angespannt. Nein, das Knie ganz führen. Und nochmal Itchi. Okay. Gut. Go! Sehr gut. Ende, Yami. Yami ist Ende. Yami Ende. Ist Ende. Okay. Dann sagt man, der Titel der Übung ist Heian Shodan. Heian Shodan? Genau. Und dann Yoi, das heisst Achtung. Yoi. Und jetzt geht es nach links mit dem Gedamerei von vorher. Eins. Und jetzt ein Schritt und Schlag. Zwei. Jetzt geht es gegen hinten. Drei. Sehr gut. Hey, jetzt so ein Hammerschlag. Vier. Genau. Und jetzt wieder einen Schritt und Schlag für eine Fünf. Jetzt geht es gegen hoch, gegen das Fenster, vom Morgen runter. Itch. Itch. Jawohl. Dann ausholen. Und jetzt mit Schritt dreimal gegen hoch und abwehren. Itch. Nie.
Sang. Das ist ein Kia, ein sogenannter Kampfschrei. Und jetzt geht es hin und um so. Hey, aber so bewegen wir uns nachher die ganze Zeit. Nee. Genau, jetzt geht es wieder hinten. Itch. Nee. Und jetzt geht es der Retour, wo wir hergekommen sind. Itch. Und jetzt kommen die drei Schritte und drei Schläge. Den Arm beugen. Genau. So beugen? Was mache ich damit? Zum können abwehren. Ah, da wehren jetzt ab. Und das Knie ganz hinten drücken. Sehr gut. So hinten? Die andere Hand auf den Magen. Auf den Magen? Zum Schützen. Körper ganz gerade. Dann ein bisschen beugen. Super. Und jetzt gehst du hinten wie am Anfang. Yummy. Hinten wie am Anfang. Sehr gut. Musubidachi. Re. Nauri. Also Sarah, hast du noch Fragen, bevor es richtig losgeht mit den anderen zusammen? Ja, also ich habe jetzt hier den weißen Gürtel an, oder? Warum habe ich gerade den bekommen? Was bedeutet der? Ja, man fängt an, so, was soll ich sagen, unwissend, weiss, oder? Und dann ist der nächste Gürtel ist dann der Gel, orange, grün, blau, braun, schwarz. Je dunkler, desto besser. Wie komme ich denn an den schwarzen hin? Intensiv dranbleiben, trainieren, oder? 2-3 Mal in der Woche und dann kannst du so vielleicht in 3-4 Monaten kannst du Gel machen. Dann geht es weiter in 3-4 Monaten, je nachdem. Je nach Aufwand und Trainingsqualität. Geht schon ein paar Jahre bis zum Schwarzen. Was hat jetzt das richtige Karate mit dem aus dem Film gemeinsam? Also grundsätzlich ist es schon das Gleiche, aber der Film wird natürlich auf Show-Effekte bauen mit Saltos und Flickflacks. Und im Karate tut man einfach die Techniken üben, die einem in der Selbstverteidigung etwas bringen könnten oder auf den Wettkampf ausgerichtet. Aber so Kämpfe wie im Film, das gibt es ja schon auch, oder? So Wettkämpfe. Es gibt 2 Formen von Wettkampf. Also der technische Teil, Kata-Wettbewerb, wo die Leute so simultan Kämpfe machen gegen imaginäre Gegner. Und dann gibt es den eigentlichen Zweikampf, wo es mit Fußschützer und Brustschützer gegeneinander kämpfen. Wie sieht denn so ein Kampf aus? Wie kann ich den gewinnen? Was wird beurteilt? In dem Kata-Wettbewerb, in dem technischen Wettbewerb, ist einfach der Ablauf von so einer Kata ist wichtig. Die Schnelligkeit, der Rhythmus, über die Technik, der Power, der Ausdruck, Verständnis für die Übungen, also die Anwendbarkeit. Und bei den Zweikämpfen gibt es einfach die entsprechenden Stellen, die man muss treffen mit den Füßen bzw. mit den Füßen. Und schnell, stark, präzise, im richtigen Abstand, voller Kampfgeist, dann wird das als Punkt bewertet. Welches war dein absolutes Highlight in deiner gesamten Karate-Karriere? Also ein Highlight habe ich schon erwähnt, das war die Bronzemedaille an den Europameisterschaften. Und das andere ist natürlich, wenn man zum ersten Dan befördert wird, also zum Schwarzgürtel. Das würde ich dir gerne einen Wunsch überreichen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Ja, ich wette, dass ich weiterhin so gut zusammenarbeiten kann mit dem Schweizerischen Karateverband, mit der Swiss Karate Union und mit dem Zürcher Karate Kantonalverband, weil die haben uns das auch ermöglicht, dass wir hier heute zusammen sind. Sehr schön. Wunderbar. Und jetzt kommen wir zu den Zuschauerfragen. Woher kommt eigentlich Karate? Karate ist von China über Okinawa, über die Rikyu-Inseln nach Japan gekommen und von Japan über Europa zu uns. Wie kann man Karate-Lehrer werden? Man muss sicher einmal auf einen höheren Grad kommen, also mindestens den ersten Dan. Dann gibt es verschiedene Angebote vom Schweizer Karateverband, wo man sich ausbilden lassen zum Karate-Lehrer. Wie mache ich in der Woche, sollte man Karate trainieren? Ich empfehle jemandem mindestens 2 Mal pro Woche ins Training zu kommen. Aber 3 Mal ist besser. Es kann aber auch 1 Mal lange. Und daheim kann man auch die Übungen machen, kann man oder? Absolut auch üben. Ja. Wir haben Bücher, CD-ROMs. Alles. Alles. Sehr gut. Jetzt habe ich glaube keine Fragen mehr. Ist alles klar? Ich glaube, es ist alles klar. Bist du bereit für das Gruppentraining? Ja. Was? Was sagen wir? Wir machen zuerst Kihon, dann geht am bereitigen Yakuzuki und das, was dazugehört, Sarah, weißt du es schon? Führerginke? Nein! Der Maigeri! Ja, genau. Der Fußtritt. Hidari Kamaite. Chudan Gyakuzuki. Itch. Und Kedambara. Ni. Itch. Ni. Itch.
Wieso stöhnen die alle? Itchi! Wechseln. Nicht umbringen. Nein. Sind ihr bereit? Muss so bereit sein. Re. Abstammessen. Abstammessen. Muss ich abstammen? Nein. Zuerst die Seite. Zuerst sie. Sie muss messen. Feel. Genau. Jetzt musst du mit dieser Hand abwehren. So vom Ohr. Vom Ohr. So. Ah, flach. Genau, mit der Handkante. Mit der Handkante. Genau. Und mit dem Bein ausweichen. Und da, was habe ich da? Du bist auf dem Magen. Auf dem Magen. Jetzt. Genau. Wo muss ich ausweichen? So, so ist gut. Ein bisschen mehr auf die Seite. So. Genau. Und das Knie ganz fest beugen hinten. Und jetzt einen kleinen Zwischenschritt und mit dem Fuß da hinten gehen. Nee. Mit dem da hinten? Mit dem da? Ja, genau. Da. Sehr gut. Und hinabstehen. Tipptopp. Und dann, was mache ich da wieder zum Abwehren? Wieder retour. Machen wir nachher. Aha. Jetzt musst du mit der abwehren. So, genau. Und mit dem Bein ausweichen. Okay. Zuerst gerade stehen. Mit dem ausweichen. Mit dem ausweichen, genau. Jetzt. Sehr gut, tipptopp. Jetzt einen Zwischenschritt und da rein gehen. Knie. Und dann hinten abstehen, mit geht am Reisen. Wow, bitte, ja, bleib mal so. Das Knie ganz führen, tipptopp. Und nochmal die andere Seite. Wieder links vor, genau. Itch. Knie. Sehr gut, wieder rechts vor. Jetzt kannst du versuchen zu tüpfen. Wenn sie tüpfst, kannst du ihren Gürtel haben. Aber sie muss flach liegen. Ja, aber flach liegen, das kann... Jetzt! Nee! Fast, hat nicht ganz gelangt. Hey, und schon dann. Verteilt euch gut, verteilen, dass ihr genug Platz habt. Was kommt jetzt? Die erste Kata. Hey, und schon dann. Ah. Die erste Kata. Nee! Jetzt! Nee! Sang! Jetzt! Nissan! Si! Go! Sanchi! Jetzt machen wir eine schwierigere. Wir machen die vierte Kata, die heisst Hein Yondan. Jo. Das geht etwa 4 Sekunden bis auf, auch als Schwarzgürtel. Das Gewicht ganz hinten. Und jetzt schnell runter. Nee. Und wieder langsam rauf. Das Gewicht wieder ganz hinten. Jawohl. Song. Shi. Jetzt kommt ein Yokogiri, was für einen? Keage, schnappen gegen rauf. Itch, ni song! Schnappen gegen rauf. Boom, boom, zang! Itch, ni song! Itch! Nee! Ist ein bisschen schwieriger als vorher, oder? Ja, keine Ahnung. Ein bisschen schwieriger. Keine Ahnung. Ni song! Aber die ist für den blauen Gürtel, die Kata. Die andere war für den gelb. Und die ist für den blau. Und für den weiß? Für den weiß. Das ist eben vom Weissen auf den gelb, ist die von vorher gewesen.
Und die ist vom Grün auf den Blau. Kann ich denn jetzt bitte den Gelli haben? Das wäre es für heute. Machen wir eine Reihe für den Gruß. Was heisst das, muss ich machen? Kannst du dich auch in die Reihe rein begeben? Kann ich bei den Schwarzen? Ich bin jetzt eigentlich auch einer. Ausnahmsweise. Sehr so. Hey, Jemme. Drei. Was? Was? Kiritsu. Re. Os. Oh Gott, oh Gott. Tschüss. 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 Bist du kaputt? Hey, mega. Hey, ich bin echt durch. Hey, ich habe gemeint, ich bin sportlich. Ja, aber jetzt kommt noch einer von unseren Nachwuchskämpfern, den du musst bezwingen. Was? Jetzt gerade? Ich mag ihn nicht. Also, hast du noch 45 Sekunden Zeit, weil jetzt kommt der Wettbewerb. Das Mal kannst du mit etwas Glück einen 200 Franken Einkaufsgutschein von Auratel Telekom AG, einem Fachspezialist für Telekommunikation, gewinnen. Den Gutschein kannst du direkt im Onlineshop auf auratel.ch einlösen, mit der grossen Auswahl an Smartphones, Handys, Tablets und Zubehör von Apple über HTC und Nokia bis zu Samsung. Und das ist die heutige Wettbewerbsfrage. Für welchen Gürtel muss man mehrere Jahre Karate trainieren? Sarah A. für den Weissen oder Sarah B. für den Schwarzen? Wenn du beim Wettbewerb mitmachen möchtest, dann schick uns deine Lösung Sarah A. oder Sarah B. mit deiner Adresse per SMS an Zielnummer 880. Oder gib sie uns telefonisch durch auf 0901 77 12 34. Und für die schriftliche Teilnahme schickst du uns eine Postkarte an die eingeblendete Adresse. Viel Glück! Ist es gegangen? Ja, findest du es geht, wenn ich dreimal da irgendwie so drankomme? Es sieht schon so aus, als wenn das der Lars da gewonnen hätte. He? Ich finde, der Lars hätte den Schwarzen bekommen. Der ist so gut. Hat er dunkelgrün? Das ist auch schon gut, gell? Das ist auch schon gut, ja. Okay, aber es war gleich lässig. Danke, gell, Böschli. Du bist mein Karate-Kid. Also, auch wenn ich jetzt verloren habe gegen den Lars, es hat mir trotzdem sehr Spass gemacht. Es war wirklich cool gewesen. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu blöd angestellt. Es braucht einfach ein paar Jahre, bis es noch ein bisschen vorwärts kommt. Aber kein Problem, du hast das tipptopp gemacht. Du hast das auch super gemacht mit mir. Du hast sehr viel Geduld bewiesen. Und ich weiss nicht, ob Sportler Süßes dürfen essen, aber... Das sind die ohne Kalorien, oder? Das sind die ohne Kalorien, okay, gell. Habe ich auch Kindertraining? Oh, weißt du, wie die werden Freude haben? Ja, da gibt es Gutes. Ich bin jetzt vielleicht nicht der Karate-Kid, aber der Bruce Lee. Yeah! Ja, und das war es auch schon wieder für heute. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe natürlich, euch hat die Sendung gefallen. Und wenn ihr auch mal etwas ganz Bestimmtes in der Sendung seht, dann müsst ihr mir das natürlich schreiben. Sonst kann ich das nicht umsetzen, oder? Und zwar könnt ihr das machen auf redaktion@sarahmachts.tv. Ich freue mich, von euch zu lesen. Bis bald, habt eine gute Zeit und tschüss. Und nächste Woche wartet eine knusprige und knackige Sendung auf euch, wenn Sarah für euch Chips macht. Mir gefällt Sarah.
Und dir? Gute Unterhaltung mit Sarah macht's wünscht dir Mapop, der neue Lollipop in 10 verlockenden Geschmacksrichtungen. Und Brainstormers.ch, der Spezialist für individuelle und persönliche Geburts-, Hochzeits- und Dankeskarten.